Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Reactions. Wir gucken uns heute an, Jan wurde angezeigt und Tourette kocht ungespieltes neues Essen. Das machen die wirklich, steht hier. Und ja, ich bin mal gespannt, was es wird, da denke ich auch was Vegetarisches sein. Ich bin mal wirklich gespannt, was es sein wird. Hi Freunde und herzlich Bin willkommen ich. zu einem neuen Video. Ihr hattet ja lange Zeit euch nochmal nach einem neuen Kochvideo gesehen und an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank an Simon und liebe Grüße nach Madeira. Hi Simon, wie ist das Wetter bei dir da drüben? Vermutlich wärmer als hier. Vermutlich schon, ja. Eventuell. Und die Corona-Lage soll besser sein, habe ich gehört. Gut, das stimmt. Die Inseln können sich ja immer recht gut abschotten. Auf jeden Fall hat er uns ein Päckchen mit seiner neuen... alle, die auf die Inseln wollen, abschießen. Alle abschießen, ne? Wenn jetzt hier jemand... irgendwie Ungar oder sowas besuchen will, gibt's nie. Man weiß ja nie, ob der Corona hat, abgeschossen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gesund kann ich gar nicht essen. Das liegt einfach daran, dass ich ja eine Überdosis an Vitaminen hätte und das ist nicht gesund für mich. Habe ich jetzt übrigens letztes Mal zu meiner Chefin gesagt, die isst nämlich immer jeden Tag zwei Äpfel und da habe ich zu ihr so gesagt, passen Sie auf, dass Sie nicht irgendwann an einer Überdosis sterben. Reifmischung zukommen lassen und dafür vielen lieben Dank. Das werden wir im heutigen Video mal ausprobieren und das Ganze nachkochen. Da steht in Minutes, deswegen bin ich sehr gespannt, ob es auch für uns... Ich hoffe, es füllt die Mindestzeit für ein YouTube-Video. Das hoffe ich auch. Sonst laden wir das nicht hoch. Ah! Auf jeden Fall, Simon, falls du das siehst, wir hoffen, bei dir ist alles gut und wir wünschen dir viel Gesundheit und pass auf dich auf. Und fick dich. Sollen wir erstmal gucken, was hier überhaupt alles drin ist? Genau. Ja, würde ich auch vorschlagen. Also dabei waren hier diese wunderbaren kleinen Tütchen und zwar handelt es sich hierbei um eine Reispfanne, die sogar vegan ist, mit 100% natürlichen Zutaten. Ist überhaupt vegan? Genau. Zu gesund. Die ist vegan. Es sind ja weder tierische Produkte noch Fleisch drin. Alle Zutaten war ich gestern einkaufen. Die letzte Zutat ist noch im Gefrierschrank. Aber voll wenig. Also ich vermisse bei dem veganen Gericht... Achtung, kleiner Witz, das Fleisch. Riesenwitz, ich weiß. Lacht erstmal, ich mach jetzt weiter. 3, 2, 1. Eigentlich, was man dazu kaufen muss, ne? Ja, das ist echt nicht viel. Sojasauce habe ich auch hier, Wasser habe ich sogar auch hier. Echt? Nee. Fließen das? Ja. Voll das süße Lächeln einfach von ihm. Hast du schon diesen wunderbaren Zettel gesehen? Nein, weil der verschwindet in der Fritteuse. Nicht die Fritteuse, das ist der Abluftding, oder? Das stimmt. Wir gehören zu den Ersten, die Überraschung in Minutes in den Händen halten dürfen. Mein Tipp, ergänze das in Minutes mit Tofu oder geh in die Gemüseabteilung auf Entdeckungsreise. Tofu haben wir leider nicht, aber wir haben diese schöne Box. Ist hier noch was drin, Jan? Was ist denn hier drin, Jan? Er hat mir noch eine Box mitgeschickt. Und da ist ein Kochtopf, ein Kochtopf dabei. Oh, da steht sogar mein Name drauf. Was? Oh! Da steht sogar Jan drauf. Dann gehe ich mal davon aus, dass bei dir Tim drauf steht. Wie geil, ich habe auch noch so eine Box bekommen. Wie süß ist das denn, dass da unsere Namen drauf sind? Er hat auch Gewürze dabei. Aglio Aioli. Hey, das ist voll nice. Ich habe nur diesen Kochlöffel gesehen. Und noch eine Schale. Ja, das sind bestimmt solche Gewürze, die man nur offstream nehmen kann. Stell dir mal vor, die zwei Jungs kochen mit den Gewürzen jetzt, essen da und so, oh, hui. Also ich muss echt sagen, das Essen war absolut genial. Daraus kann man das Ganze vermutlich am Ende essen. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Und das passend zum Geburtstag von unserem Kanal, also eigentlich genau, ist es ein Geburtstagsgeschenk. Also, ne? Wenn du ungeduscht am Laufsteg sitzt, that's life. Das Video jetzt am 21. Februar auf. Was steht nicht auf der Anleitung drauf, was wir überhaupt machen müssen? Dann erwartet zwei kleine Karotten. Ich habe jetzt halt diese größeren Karotten. Die restlichen Karotten werden an deinen Hund gesponsert. Da freut er sich. Gesponsert? Das ist schon eine halbe Ewigkeit das Gefühl, als wir auf Madeira waren. Ja, es ist jetzt etwas über ein Jahr her, als wir da eine Woche waren. Ich muss sagen, ich bin ja normalerweise nicht so der Gemüseesser. Ich weiß. Aber auf dem Bild sieht es lecker aus. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob es bei uns gleich genauso aussehen wird. Das hast du aber schön gemacht, du Hurensohn. Das und den Möhren? Ja, hast du echt gut gemacht, finde ich. Danke. Und hast heute schon deine Mutter gefickt? Ich nämlich schon. Bevor ihr gekommen seid, ist sie bereits gekommen. Das haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. Jetzt ist eigentlich schon, also die Zwiebel noch. Und dann kommt eigentlich alles schon in die Pfanne. Also es geht relativ schnell. Boah, das war fast eine Punktlandung. Ach krass. Ja gut, auf die 3 Gramm kommt es jetzt auch nicht an. Na, Arschkind. Au. Deus Vult. Was? Au. Deus Vult?
dich doch. Lass den Kochlöffel bitte. Aua! Tim, das Öl ist doch noch gar nicht warm gewesen. Ist das schlimm? Ja. Ich wusste es wirklich nicht. Aua, mach dich raus hier! Was soll ich das denn wissen? Ich weiß, du bist dumm wie Scheiße. Und jetzt komm zurück in die Küche. Ja, nur wenn ihr mich nicht aus. Aua, aua, aua. Heute ist ein guter Tag, denn du machst, was ich sag. Würdest du denn gerne nochmal nach Madeira reisen? Wenn es wieder möglich ist, auf jeden Fall. Aber das dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Obwohl, es ist möglich, aber mit Quarantäne, ne? Also ja. Ich würde gerne nach Corona, also ist jetzt nicht so weit entfernt, ne? 2 Stunden Autofahrt zum Mars reisen. Das würde ich gerne machen. Da ein bisschen Urlaub machen. Ich hab ja im letzten Video schon gesagt, wer Bock hat, kann gerne mitkommen. Ne? Nehmt euch einen Mars mit. Und Snickers. Und ja, da würde ich gerne Urlaub machen wollen. Das wäre schön, das wäre toll. Vor allem, da ist ein schöner Sturm, ne? Den kann man auch ein bisschen angucken. Nee, das würde ich gerne machen wollen. Ne? Also aktuell ist Reisen ja eher nicht möglich, aber sogar ich würde da auch nochmal hinfahren. Das kann mir keiner verbieten, auf dem Mars zu reisen. Letztes Mal, wo wir da waren, war ja nicht so die beste Stimmung. Auch ich fand die Woche trotzdem ganz, ich fand es trotzdem cool, als wir da waren. Wehe, du machst da den Müll rein. Ich wollte den Müll wegschmeißen. So, das Öl brutzelt jetzt, ja, das heißt, jetzt ist es heiß. Meine Oma sagt immer brutschelt dazu, es brutschelt. Wenn das Öl brutschelt, ist es heiß. So, Karotten und Paprika kommen rein. Ist ja eine Gemüsepfanne, ne? Gemüse und Reispfanne. Man muss eigentlich alles nur in eine Pfanne reinknallen. Nur in der richtigen Reihenfolge. Folge auch. Hörst du bitte auf, deine Titel zu wackeln? Mach du's doch. Von mir wackelt es mehr. So, und jetzt können wir unseren wunderschönen... Mein Y-Food Taster Pack ist da. Yippie, für alle, die ein bisschen unentschlossen sind. 5 richtig... ...den Jan-Löffel nehmen. Ich hätte meinen auch mitbringen können. Du hast das Paket nicht mal geöffnet. Doch, habe ich. Du hast sogar eine Instagram-Story hochgeladen. Boah, das riecht schon richtig gut, obwohl das eigentlich nur so Gemüsezeug ist, ne? Ja, das ist ja normalerweise nicht so deine Küche, ne? Nee, leider. Also normalerweise nicht. Leute, falls ihr Bock habt, eine von diesen Tüten zu gewinnen, schreibt in die Kommentare, wann ihr eure erste Deutschklausur geschrieben habt. Oh, fuck, nein. Was denn? Ich habe zu viele Erbsen. Wir brauchen eigentlich nur 100 Erbsen. Ich dachte jetzt... ich dachte so, Jan... Tim sagt jetzt so, oh nein, es ist gar nicht zum Kochen da. 100 Gramm Erbsen. Italienisch kann ich nicht. Was kannst du überhaupt? Alle Dinge, die du nicht kannst. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so Schokostreusel. Ich kann atmen. Ist doch ein bisschen so irgendwie. Wir haben die Zwiebeln noch nicht drin. Ja, die kommen auch zum Schluss erst. So, und jetzt kommt die Suppe rein. Echt? Ja. Okay. Das ist ein bisschen viel. 500 Milliliter. Ja, hier steht, das muss jetzt damit dazugegeben werden. Das sieht geil von der Tüte auf. Der Reis saugt das ja auch ein. Und dann gucken wir mal, was der Simon uns aus Madeira überhaupt zugeschickt hat. Sehr lecker. Ich hoffe, dein Scheiß schmeckt, du Arsch. Das hoffe ich allerdings auch. Du rothaariger Inselaffe. Pura Hass. Nein, man muss sagen, Simon ist echt ein toller Gastgeber. Ich habe zwar alles komplett betrunken erlebt, aber es war nett. Ich finde das krass, wenn man auswandert und sich so wohlfühlt. Ich finde das richtig, also ich kann mir das voll schwer vorstellen. Echt? Wenn man so auswandert und dann auf einmal so ein neues Land, das zu Hause von einem wird. Es kommt halt auf jeden Fall drauf an, welches Land das ist. Also ich könnte es mir vorstellen, halt aktuell Grönland, so sehr zum Beispiel. Aber so insgeheim war das schon länger. Es ist immer so ein Traum von mir, das irgendwann zu machen. Krass. Nein! Boah, das sieht so ein bisschen aus wie Babybrei. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie Babybrei. Also ich will ja nicht sagen, aber mein Gericht wäre das jetzt nicht unbedingt. Jetzt hast du dich eingekotet. Das ist mir sogar unangenehm. Ich gehe mal lieber. Das ist mir sogar unangenehm. Hör auf jetzt, ich habe schon genug rausgedrückt, was drin bleiben sollte eigentlich. Wir können ja von allem so eine kleine Brise reinmachen. Du musst das so machen wie Benusslet, so. Ja, so, nein. Oh. So runterbrieseln lassen, sodass es dein Arm runterbrieseln. So. Das ist ein großes Stück, sieht aus wie ein Dreieck. Sollen wir noch so eine Chilischote da reinballern? Ich hab Arrabiata rein. Alter, was ist denn die? Alter, was ist denn das für ein Öschi, ey? Probier sie. Nein, ich probier sie nicht. Cut! Cut! Mir ist etwas Skurriles passiert. Es gibt Leute, die zeigen Tourette-Patienten gerne an, weil sie Beleidigungen loslassen. Und genau das ist mir passiert. Wurde es angezeigt? Ja, wegen dem Tourette-Syndrom. Ja, Leute, wenn ihr mal mehr dazu wissen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da machen wir mal ein ganzes Video darüber. Ist tatsächlich gar nicht mal so witzig. Es ist halt einfach nervig, dass das passiert. Und jetzt muss man sich da mit polizeilichen Dingen auseinandersetzen. Beziehungsweise mit der Staatsanwaltschaft. Also, falls ihr Lust habt, da mal ein bisschen mehr zu hören, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Da machen wir mal ein ganzes Video darüber. Steck mal deinen Penis rein.
Okay. Willst du noch einen Hocker haben? Ja, wenn du einen hast. Hast du einen? Ja, ich hole einen. Okay. Na. Nicht? Ich schmeck das noch ein bisschen ab mit Wein. Nee. Was hast du mir überlegt? Ist der Spaß weg hier. Jetzt ist endlich Ruhe. Ich habe überlegt, wir hätten ja auch grillen können, aber dann ist mir eingefallen, ich bin ja Vegetarier. Kann auch vegetarische Sachen grillen. Kann man ja mal vergessen, ne? Voll Supermärkte. Wenn du ungeduscht am Laufsteg sitzt, that's life. Also es ist aber auch nicht schlecht, ne? Wenn dann so einfällt, ne? Man macht so, stellt euch mal vor, man macht den Grill an, macht Fleisch drauf. Da war doch irgendwas. Ich war doch eigentlich Vegetarier. Ach nee. Okay, kompletter Außensystemausfall gerade. Nein, Tim, es sind noch nicht die 15 Minuten rum. Wieso? Bis 18.07 Uhr, 4 Minuten noch. Wir sollen aber 3 Minuten vorher schon die reinmachen. Ja, dann ist es noch eine Minute. Ach, Kind. Eine Minute, ist das gerade dein Ernst? Eine Minute, wegen einer Minute. Eine Minute. Aber ich hätte es auch noch cooler gefunden, wenn sein Kopf drauf gewesen wäre. So vorne, so ein XXL-Simon-Kopf. Und noch so ein Pappaufsteller von ihm hätte ich auch gerne. Boah, ey, wenn du einen lebensgroßen Pappaufsteller von dir hast, Real Talk. Ja. Wenn du einen großen Pappaufsteller von dir hast und den uns schickst, den bauen wir doch safe in jedes Video ein, oder? Ja. Wirklich in jedes? Wäre doch voll witzig. Einen frischen Penis. Hallo. Ist der Simon da drin? Hallo Simon. Ja, wir sind eigentlich jetzt ready. Jetzt soll es nochmal drei Minuten. Sieht sehr lecker aus. Unter starker Hitze 3 Minuten. Ey, Alter, was ist denn los mit mir? Unter starker Hitze. Ich sage es dir, du hast einen Abschluss an der Hebo-Schule. 3 Minuten lang soll es unter starker Hitze jetzt noch braten und dann sind wir fertig. Willst du eigentlich noch mehr Gewürz abballern? Sollen wir nicht mal Salz und Pfeffer reinmachen? Hier ist auch bestimmt Salz drin. Man fühlt sich irgendwie so richtig in der Natur gerade. Hier ist Salz drin. Du es auch? Ja. Wieso dieses Aroma und dieser Geruch einfach in einen übergeht quasi so. Als würde man, der Körper wieder so die ganze Energie und Vitamine aufladen, so spürst du. Was sagst du denn als Sternekoch? Wie bewertest du die Handhabung dieses Gerichtes? Findest du es einfach? Ich finde es einfach zu machen. Also wir sind ja beide keine Profiköche. Ich muss sagen, mega kompliziert. Ich habe zwar die falschen Zwiebeln gekauft, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Und es sieht auf jeden Fall auch noch was aus. Das heißt, man könnte sein Date auf jeden Fall damit beeindrucken, denke ich mal. Ne? Guckt euch mal das an. Das sieht doch vernünftig aus. Wer von euch kriegt jetzt Hunger? Nase. Penis. Er hat bestimmt vor einer Stunde gesagt, hat schon mal drauf. Hab ich nicht gesagt. Huckepack. 1, 2, 3. Oh, Halleluja. Hoppa, hoppa, Reiter. Das sieht so bescheuert aus. Ja, vor allem reicht das. Ich finde auch cool, dass wir so viele bekommen haben. Damit kann man sich jetzt für mich erstmal eine Woche mit ernähren. Das ist echt nice, ja, auf jeden Fall. Also nochmal vielen, vielen Dank, lieber Simon, dass du an uns gedacht hast. Soll ich uns beiden erstmal so einen Schlag drauf machen? Genau. Das ist schon, es riecht schon echt, Leute. Es gibt leider keinen Geruch für YouTube. Ah, lol, das sind Teller. Ich dachte jetzt gerade, das sind schwarze Pfannen. Sieht halt genauso aus wie schwarze Pfannen. Alles sind coole Teller. Ne? Nicht schlecht. Das riecht auf jeden Fall echt gut. Das wäre nice. Das ist nicht gleich viel. Klar, es ist gleich viel. Als ob das bisschen jetzt einen Unterschied gemacht hat. Nimm doch einfach die Pfanne, wo mehr drin ist. Du wirst es essen. Ja, werde ich auch, weil wir haben es gekocht. Komm. Okay, dann guten Appetit. Prost auf Simon, auf 2 Jahre Gewitter im Kopf. Als ob du es jetzt einfach so gegessen hast. Das qualmt. Soll ich Ketchup drauf machen? Das sauer ist nicht. Ich will, dass es aufhört zu qualmen. Boah, ist aber richtig geil gewürzt. Alter, ist das scharf. Das ist überhaupt nicht scharf. Übrigens, ich glaube, wir müssen noch was klarstellen. Das wirkt alles ein bisschen wie ein Werbevideo, aber es ist kein Werbevideo. Wir kriegen da kein Geld für oder so. Wir machen das einfach nur für einen Freund, der was rausgebracht hat, weil wir es probieren wollten. Also nicht denken, dass wir es machen, weil das hier Kohle, dass wir dafür Kohle kriegen oder so. Also klare Empfehlung von uns, oder? Ja. Also falls ihr das ausprobieren wollt, kauft euch das sehr gerne, weil ich hole mal eine Packung, die noch ganz ist. Ich hoffe, es ist schon verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob man es schon kaufen kann. Ich denke jetzt einfach mal schon, dass man es bestellen kann wahrscheinlich. Checkt's auf jeden Fall ab. Wir werden den Link unten in die Beschreibung reinpacken. Danke, Simon. War sehr nice. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit dem Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Also, ne? Ich muss sagen, ich denke mal, es wird definitiv bestimmt mega lecker schmecken. Aber für mich ist es halt einfach nichts. Also ich brauche halt, ihr wisst das, und ihr könnt mich dafür steinigen, aber ich brauche halt mein Fleisch im Gericht. Ich schmeck bestimmt mega lecker, aber es wäre halt nichts für mich. Da bin ich auch ehrlich, wäre halt nichts für mich. Vor allem kochen, da müsste ich ja was tun. Ne? Das wäre das Nächste. aber ich denke mal, es schmeckt bestimmt mega lecker und ihr solltet definitiv das Gericht selber mal ausprobieren, sobald es draußen ist und sobald das Gericht erhältlich ist. Aber für mich wäre es halt nichts. Bin ich halt ehrlich, wie schon gesagt,
Ich habe ja unter irgendeinem Video hier von wegen gelesen, von wegen, oh, du bist ein Fleischfresser, was bist denn du für einer, du tötest Tiere und sowas. Darauf antworte ich gar nicht mehr, also sowas lasse ich dann einfach stehen. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.